alle mal gelesen, nicht? Und what is up, my people? Wir spielen wieder 7 Days to Die und wie so oft angekündigt, wir gehen in den Garten. Ja, das war im Prinzip die ganze Folge. Final. Nein. So, wir gucken jetzt erstmal hier, was wir machen wollen. Wir brauchen mal, sagen wir mal, 3 Stufen erstmal. Stopp, stopp! Wir gehen auf Sicherheit. 3 Stufen. Jetzt brauchen wir mal Catwalk. Sagen wir 9. Und dann mit Geländer bitte. Noch ein paar Catwalks. Ja, ich weiß. Catwalk ist Catwalk. Aber, hey. Ihr müsst die Katzen hier schon mal so ein bisschen in Ruhe lassen, ne? Hier fangen wir an. Nö. Nicht stimmt. Ist ja doof, ne? Wegen dem Garten. Aber es sieht halt einfach schöner aus. Ist nun mal hier. Ja. Denn, Pech gehabt. Wie kommt das hin? So, jetzt kommt hier das hin. Ist eigentlich nicht so wichtig, dass man das macht, aber in der Theorie ist das dann hier ein bisschen leichter anzubringen. Ich höre das nicht einfach hier so. Nein. Hier müssen wir komplex machen, ne? Müssen wir übertrieben kompliziert machen. Fucking really. Na gut, wir müssen... Moment. Über schnellen Weg. Warum soll ich denn durch das ganze Haus? Wir müssen uns doch ein bisschen was drum herum bauen. Dann machen wir das mit Reba Frames. Warum Reba Frames? Erstens, der Name ist voll cool. Und zweitens... Metall hat eine höhere Quote. Stürzt nicht so schnell ein. Stability? Durability? Ich bin mir sicher, zu was das gerade zählt. Ist ja auch Wumpe. Wumpe, Wumpe. So, wir nehmen die hier. Und wir gehen wieder an unsere Lieblingskiste, zu unserer Lieblingsgeschichte und framen uns hier mit Splinten. Oh, nee. Ist doch nicht mehr wahr, oder? Jetzt läuft die kleine Hottentotten wieder hier rum. Halt die Fresse! Wegen diesem Miststück haben wir hier die ganze Zeit Zombies auf dem Plan. Lady Bitchface war also noch gar nicht fertig. Hat mal direkt ihre schwachmatische Cousine, ihre gestörte Tante, ihren beknackten Cousin. Ah ja. Und ein ganzes anderes Pack an Arschlöchern mitgebracht. Warum habe ich gerade das Gefühl, das war gar nicht Bitchface? Ich glaube, wir haben eine Wanderrolle. Auf jeden Fall haben wir Köter. Und das ist schon schlimm genug, meiner Meinung nach. Ah, na gut. Dann kümmern wir uns um diese Arschlöcher auch noch und machen später wieder weiter. Mein übelst cooles Projekt, ein Baumhaus zu bauen. Witzig ist, das interessiert mich nicht, dass sie da unten die Wand einschlagen. Von mir aus können sie da einbrechen. Das ist mir scheißegal. Au! Sag mal, wie viele Pfeile in deine dicke, fette, hässliche Fresse erträgt die Alte eigentlich noch? Das klingt nicht gut. So, was ist hier schon wieder?
Verarsch mich doch nicht, hier ist doch was. Und du da unten brauchst dich gar nicht so sicher fühlen. Weil dich hole ich mir noch. Hä? Die Distanz hätte eigentlich passen müssen. Nun ja. Wo waren wir bei unserem coolen Projekt? Wir wollten hier eigentlich ohne Frammes arbeiten. Aber das ging ja nicht. Den Scheiß sollte ich jetzt Frames opfern. Ernsthaft. Wo ist euer scheiß Problem eigentlich? Mich mal 5 Minuten in Ruhe zu lassen. Sucht euch doch was zum Spielen. Geht mir doch nicht auf die Eier. Ja, da unten können wir auf jeden Fall jetzt schön looten. Und wie ihr wisst, jeder Loot tut er auch irgendwo gut, ne? Heißt, wir machen das ja noch. So, jetzt brauche ich aber erstmal nochmal sichere Treppen, bitte. Wir haben nur noch 3 von denen. Hölzer. Ich sag mal, suboptimal. Oh, weißt du, was wir jetzt machen? Pass mal auf. Hä? Wo ist Kütter? Das hätte ich mal eine schnell hereinbrechende Nacht. Ist mir jetzt auch ehrlich gesagt Wumpe. Wir machen das nämlich jetzt mal ganz anders. Dass hier überall Köter rumlaufen, kotzt mich nämlich, jetzt pass auf, Wortwitz, tierisch an. Ne, war gut, ne? So, und das müssen wir mal ändern. Ich brauche nämlich Holz. Jetzt machen wir was ganz Einfaches, ne? Jetzt machen wir es hier so, zack. Guck mal, jetzt gehst du auf Continue, gehst auf Start. War das ein paar Sekunden und dann ist die Kacke geritzt. Ja, was soll man machen, ne? Ich habe keine Lust gehabt zu kämpfen gerade. Tja. Und als ob das jetzt nicht schon schlimm genug wäre, dass ein Wolf keine Lust hat zu kämpfen, soll ich euch was verraten. Meine Pizza ist aufgegangen. Das ist geil, oder? Diese Themenwechsel. Fliegende Themenwechsel. Ich sag's euch. Fliegende Themenwechsel. So. Könnt ihr im Prinzip auch gleich schon wieder Schluss machen, weil das hier dauert mir zu lange. Oh, schön. Den Baum fällen wir mal besser nicht. Ist der Krawallköter weg? Das wäre sehr von Vorteil. Dass ich mir da nicht sicher bin, müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. So. Müsste doch eigentlich... Ich hoffe, dass er gespawnt wurde durch... die schreiende Schlampe. Ja, der Name ist noch nicht schön, ne? Nee, ist mir, habe ich mir auch so gedacht. Kommt man auf so einen Quatsch? Na, ist ja auch egal. Jetzt haben wir ihn etabliert. Jetzt ist er fest drin. Nein, ist er nicht. Zum Glück. Screaming Sister? Na, ist zu lang. Er wurde gerufen durch Natalie. Oh, ich kann mir die ganzen Namen doch gar nicht merken. Ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, wer ist. Ich glaube, die Alte ist Agnes, oder? Nee, Tante Agnes, Oma Erna. Oma Erna ist das. Die Alte ist Erna, die Dicke. Frag mich doch nicht, warum. Immer diese Kommentare dann auch hinter dem Video, ne? Warum nennst du die so? Boah, diese Erklärung. Ich glaube, die würde dein sanftes Gemüt schockieren, aber ich mach das, weil ich's kann. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Wie viel eigentlich? Nur einmal in den Anfang. Aber noch viel mehr. Das ist eigentlich so ziemlich die einzige Ressource in diesem Spiel, die man einfach niemals genug haben kann. Und ich habe mir überlegt, die bauen wir vielleicht sogar auf dem nächsten Haus an. Da oben. Da machen wir dann die Leiter weg, wie gesagt, dass man nur noch von einer Seite aufs Haus kommt. Und zwar von unserer Gartenseite. Quasi über die Baumhaustreppe, die noch nicht ganz funktionieren. Oh, wenn wir die Baumhaustreppe haben, pflanzen wir da oben, glaube ich, Bäume an.
Und da könnte ich dann eventuell sicher Holz fällen. Ja. Ich mag ja Theorien, ne? Weil die funktionieren immer. Praxis ist immer doof, weil Praxis hat immer diesen übelsten Nachteil. Da funzt nicht alles, wie man das will. Ja. Ist jetzt auch egal. Genug der Trauergeschichte hier. Mhm. So, bitte. Dankeschön. Ja, das ist aber herzallerliebst nettig von dir. Das wiederum nicht. Hm. Ja. Ich fürchte, dass wir da ohne Gitter nehmen müssen. Ja. Selbst ich mach mal Fehler. Was zum Fick? Das war eine Explosion. An der Horde? Ja, nein. Ist das eine Wanderhorde? Ich schlage vor, die lassen wir ziehen. Also großteils. Was war denn das für eine Explosion? Da ist Erna. Sie macht das lieb und viel gerne. Unsere Oma Erne. Mist. Also optimale Schütze bin ich nicht. So. Wir brauchen Katzenläufer. Oh, guck mal, man kann sogar sprinten, wenn man geduckt ist. Das ist ja witzig. Ich verstehe Wanderhorden nicht. Ne, verstehe ich wirklich nicht. Liebes Seven Days Team, was sind Wanderhorden? Wenn jetzt diese dumme Ausrede kommt, ne? Das sind gespawnte Horden, die wandern umher. Nein, das ist Blödsinn. Die wandern nicht umher, die spawnen jetzt gleich wieder. Na, deswegen, was haben die für einen Sinn? Sollen die schwer sein, oder was? Ja, wieso sind die dann nicht fixiert auf den Player? Wenn das so schwer sein soll? Hey. Hey, das ist jetzt aber nicht schön. Was? Na, fast. Sie tut das gern und noch viel gerne. Unsere Oma Erne. So. Wie können wir das jetzt hier da dran basteln? Das ist jetzt offenkundig gar nicht. Cool. Schwebt das wieder über uns? Nein. Hä? Warte mal, kann ich vielleicht von hier? Puh, also das ist hier wirklich minutiöse Arbeit. Warte mal, jetzt müssen wir wieder von hier mit das anbauen. Das müssen wir dann... Oh, ist das ein Scheiß. Warte, warte. Daneben. Moment, unruhige Hände. Puh, so, hätten wir das also auch geschafft. Das war aber ein Staatsakt hier, ne? Ich habe gerade überlegt, vielleicht reichen zwei. Scheiße. Ah, na gut. Muss aber jetzt schon höher gehen.
Also müssen wir das so machen. Dann mindestens eine Treppe noch. Mindestens. So. Nein. Ja. Na guck. Es wird. Es wird. Ich schaff das. Warte. Ja, ja, feck doch mal einer die Hände, ne? Ist doch nicht mehr wahr. Lose yourself. So. Hier wird mir das ja schon reichen. Können wir hier durch? Oh, das ist ja... Holla die Waldfee. Also... Dafür verdiene ich aber mir jetzt ein Abo, oder? Das ist doch hier... Das ist doch ein Abo wert. Guck dir mal diese Maßarbeit an. Keiner macht die so schön wie ich. Und selbst ich will sie nicht machen. Was Bescheid. Wenn wir jetzt nur einen Weg hoch machen. Aber wir müssen aber erstmal irgendwie von da oben... Weißt du, was wir jetzt erstmal machen müssen? Geht's erstmal viel höher. Hier, 3. So. Ich sag ja, sie tut es lieb und noch viel gerne unser Oma Ann. Oh, oh, warte. Stufe Nummer 1. Stufe Nummer O. Muss das wenigstens ein bisschen sehen, wo ich hinkomme. Nee, das ist nicht so ganz das, was ich mir geplant hatte. Vielleicht von hier unten? Okay, Stufe Nummer 2. Und Stufe Nummer 3. Puh! Jetzt geht mir dieses scheiß Lied nicht mehr aus dem Kopf. Ärgerlich. Sie macht das lieb und noch viel gerne. Unser Oma Erna. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Perfekt nochmal. So. Ich mache jetzt erstmal noch ein paar Treppen. Und ich würde sagen, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei für heute. Nicht? Hast du es geschafft? Endlich hast du es geschafft. Mann, was war das für ein Video? Entschuldigung, das ist so ähnlich wie unser Navi. Der redet nämlich wirklich exakt so. Unser Navi hat nämlich die Stimme von Bruce Willis drin. Das ist voll cool. Ja, ich bin ein modernes Kind. Ja, ist gut, dass wir quasi... Fuck. Ich wollte sagen, ist gut, dass wir noch ein paar übrig haben. So. Guck, und einfach, weil wir es übrig haben... Ist nicht ganz optimal, gebe ich zu. Und hier muss kann ich hier runterfallen? Boah, ohne Scheiß, ich falle hier runter, wetten. Oh nee, lass mich die doch einmal treffen, bevor sie austickt. Hey, schön. Einmal treffen hat gereicht. Ganz offenkundig. So, können wir hier irgendwie... Boah, das passt mir so gar nicht, ne? Wir brauchen Railings. Rail. So. Wood Railing. Wie viel können wir machen? 20? Nehmen wir mal 10. Oh, ohne Scheiß. Nee, ich kenn mich. Ich brauche niemanden, der mir jetzt sagt, Alter, du fliegst da runter, ne? Ich kenn mich. Ich weiß, dass ich da runterfliege. Hallo. Ist das ein Scheiß, die zu setzen, ne? Der zweite ist dann ja auch meist ein bisschen leichter. Oh. Leute. Könnt ihr nicht mal... Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Tag, keine Ahnung was, von Spooktober. Und wir haben 7 Days gespielt. Weißt du mit wem? Na,
Nein, nicht Korn. Hab ich lange nicht gesehen. Weiß nicht, wie es dem geht. Müsste mal wieder Videos reingucken. Und so privat habe ich ihn lange nicht gesehen. Naja, wir wissen Bescheid, ne? Wir haben 7 Days gespielt mit eurem Wolf, Valador Harris.